Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Schäffer Automobile in Bielefeld. Ja, seit langer Zeit mal wieder ein neues Video. Mittlerweile auch irgendwie ganz andere Fahrzeuge hier bei uns auf dem Platz. Nicht das typische, wie wir es sonst hatten. EU-Neufahrzeuge, Skoda, VW und so weiter, sondern Porsche. Warum Porsche? Weil wir gesagt haben, dass das Autos sind, die ganz einfach schwer verfügbar sind, wir sie bekommen konnten. Wir diese Autos persönlich eben halt sehr schätzen, sehr mögen und einen großen Markt dafür sehen. Und dann sind wir natürlich losgegangen und haben gesagt, okay, wir kaufen jetzt nicht einfach einen neuen 911 Carrera oder irgendwie einen Cabrio. Nein, wir haben bewusst nach der eierlegenden Wollmilchsau geschaut und das ist genau das Auto, wie es hier steht. Einen Carrera 4, sprich Allradantrieb, als sogenannten GTS. Das bedeutet, wir haben hier einen 3 Liter Sechszylindermotor, 480 PS in Kombination mit einer PDK, sprich mit einem Automatikgetriebe dabei. Dieses Auto beschleunigt von 0 auf 100 in 3,3 Sekunden und hat eine Spitzengeschwindigkeit von 309 km/h für die Speed Junkies. So. Das Schöne ist aber eben halt auch dabei, so wie das Auto ausgestattet ist, mit dem Turbo S-Rad, Zentralverschluss, vorne 20 Zoll, hinten 21 Zoll, ist das Auto vom Auftritt her relativ zivil. Wir haben nicht gleich einen GT3-Flügel hinten drauf, wir haben nicht irgendwo Aerodynamik hier, verstellbar wie beim GT3 RS und so weiter, sondern, sag mal, für den, der sich nicht unbedingt wahnsinnig mit auskennt, einen ganz normalen Porsche 911. Das Tolle ist aber, ich kann mit diesem Auto morgens zum Bäcker fahren, meine Brötchen holen. Ich kann mit dem Auto aber auch genauso, wenn ich lustig bin, auf die Rennstrecke fahren, weil alle Zutaten eben halt vorhanden sind. In der Kombination, wie das Auto hier steht, Außenfarbe schwarz-metallic, Innenausstattung, bewusst keine Sportschalensitze, bewusst eine hintere Sitzanlage auch mit drin. Ich kann den GTS auch ohne bekommen. Und dann eben halt das Interieurpaket GTS Kreide. Ich mache jetzt hier mal die Tür auf. Vielleicht können wir die Kamera direkt mal mitnehmen. Der stellt mir den Türgriff schon raus. Das Auto hat einen Keyless Entry mit dabei. Im Innenraum 18 Wegesitze. Bietet sich immer dann hervorragend an, wenn Mann und Frau oder X, Y und Z mit dem Auto fahren sollen. Weil jeder seine Sitzposition finden kann. Das Ganze abspeichert und mit dem Auto sofort losfahren kann. Ergonomie ist natürlich perfekt bei dem Auto, das heißt, ich kann mir den Sitz also wirklich so einstellen, dass ich in dem Auto sitze, kann eine lange Strecke damit fahren, kann da bequem drin sitzen, kann mir das alles perfekt anpassen mit der Verstellung eben halt. Hab einen Lenkrad hier in Alcantara und sitze einfach von vornherein gleich perfekt in dem Auto. Das heißt, egal ob ich jetzt sage, ich fahre die lange Strecke und will mal entspannt drin sitzen oder ich fahre eben halt jetzt wirklich auf die Rennstrecke, will mir das Lenkrad etwas näher ranziehen, bin dichter an der ganzen Sache dran. Alles direkt machbar, sofort greifbar. Was auch schön ist, was viele Sportwagenhersteller mittlerweile auch begriffen haben, Schaltpedal rechts und links, Plus und Minus, direkt am Lenkrad montiert. Nicht eben halt, wo ich dann irgendwann mal umgreifen muss, wenn ich irgendwo mit dem Auto auf der Strecke bin und das Problem habe, dass ich einfach an den Schalthebel nicht drankomme. Der Motor dreht mir dann irgendwo in den Höchstdrehzahlbereich und ich kann nicht hochschalten, weil ich ja eben halt hier die Möglichkeit habe, manuell zu schalten oder aber sonst auch im PDK-Automatikbereich. Ich drehe mal den Schlüssel. Also startet direkt, Antrieb ist aktiv, Zündung ausschalten, jawohl, alles klar, Auto steht auf P. Mittlerweile einen Schalthebel, der nicht mehr so ist, wie wir ihn ganz klassisch kennen, sondern nur dieser kleine Nupsi hier im Bereich der Mittelkonsole, Parkfunktion darüber, hier die manuelle Umschaltfunktion, wenn ich eben halt über die Schaltwippen rauf und runter schalten will. Sportabgasanlage ist serienmäßig bei dem GTS. Das heißt, wir hören es jetzt gleich auch direkt. So, und für die lange Strecke schalte ich einfach wieder um auf normale Abgasanlage, weil es vielleicht irgendwann auch mal nervt oder irgendwann auch mal stört. Fahrwerk ist auch umstellbar. Jetzt also eine härtere Abstimmung haben möchte, weil ich vielleicht mal auf die Rennstrecke fahre mit dem Auto, ist das genauso machbar. Was ich persönlich super schön finde bei diesem Auto, ist halt hier dieses Lenkrad, alles direkt griffbereit,
den Drive-Mode, wo ich also hier den Antrieb direkt umstellen kann, kann auf Sport gehen, kann auf Sport Plus gehen. Habe die Möglichkeit, eine Individualabstimmung für mich selbst eben halt zu finden, je nachdem, wie ich persönlich mit dem Auto am besten zurechtkomme. Und das Schöne ist eben halt, das hört man immer wieder, der ein oder andere sagt halt, so ein GTS ist für die Landstraße ein ideales Auto, nicht zu hart, nicht eben halt direkt dieses Rennauto, sondern der Porsche eben halt für jeden Tag. Wir haben darauf geachtet, dass wir bei dem Auto auch direkt ein Schiebedach mit dabei haben, Glasschiebedach in diesem Falle. Ich kann das kippen, kann es auch komplett hochfahren. Also wenn ich jetzt wirklich mal einen schönen Sommertag erwische, sitze ich in einem Auto, lasse das Radio laufen, Bose Soundsystem dazu, das Schiebedach hochgekippt, kann ganz entspannt damit fahren und kann auch ohne weiteres mal eine längere Strecke fahren, 300, 400, 500 Kilometer, ohne dass ich aussteige und sage, Mensch, das Ding ist so hart, das macht überhaupt gar keinen Spaß. Also hier haben wir wirklich ein Auto für jeden Tag. Porsche InnoDrive mit verbaut, das heißt Abstandsregel, Tempostat. Ich kann also hier auch, wenn ich jetzt im Autobahnbereich unterwegs bin, das Auto über einen Tempomaten steuern lassen, wenn ich mal eine entspanntere Reise durchführen möchte. Und speziell bei diesem Auto, was nicht Standard ist, was auch zusätzlich mit reinbestellt wurde, Nachtsichtassistent. Finde ich persönlich super. Ich selbst bin Brillenträger. Bei mir ist tatsächlich die Sehstärke nicht mehr so, wie es vielleicht mal im Jahr 1990 war, als ich irgendwann mal 18 war. Sondern heute ist das schon ein bisschen schlechter, wenn ich dann abends unterwegs bin und werde durch so einen Nachtsichtassistenten mit unterstützt, der mir hier im Display mit angezeigt wird, dann ist das sicherlich nochmal eine zusätzliche Fahrhilfe. Natürlich sind so Dinge drin wie eine Rückfahrkamera, das ist natürlich auch alles vorhanden, da haben wir drauf geachtet, Sport-Chrono-Paket ist in einem Auto mit drin, wie gesagt, schönes Carbon-Paket hier im Innenraum, das Stitching hier auch in Kreide, also ein ganz stimmiges Auto. Und wie gesagt, bewusst eine Sitzanlage hinten mit drin. Wenn man jetzt wirklich mal sagt, wir fahren mal gerade zu dritt irgendwo los, dann funktioniert das mit dem Auto auch. So, ich stelle mal wieder ab. Dann steigen wir noch einmal aus, gehen noch mal einmal drumherum. Gucken noch mal. Jetzt verschließe. Ah ja, was noch ganz wichtig ist, wenn wir den Kofferraum vorne öffnen möchten, das geht mittlerweile über eine Verschlusstechnik, wo ich hier vorne einfach nur mit dem Finger drauf gehen muss auf den Sensor und dann habe ich doch für ein Auto bei der Außenlänge von 4,53 noch einen ganz vernünftigen Kofferraum, wo ich sage, okay, da packe ich mir all das rein, was ich irgendwo brauche. Für einen Wochenendtrip reicht es aus, notfalls sonst hinten eben halt auf die Sitzanlage, funktioniert genauso. So, das Schöne ist, dieses Auto ist hier bei uns im Haus sofort verfügbar. Bedeutet, ich habe hier ein Auto mit einer Zulassung aus September 23. Das Auto hat 3000 Kilometer gelaufen. Listenpreis, soweit ich weiß, knapp 200.000 Euro. Das Auto steht bei uns für knapp unter 190.000 Euro. Finanzierung, Leasing ist natürlich alles machbar. Wenn ihr Interesse habt, sprecht uns an, ruft uns an. Wir haben die Möglichkeit per Telefon, per WhatsApp, ihr könnt uns über Instagram anschreiben, gerne auch hier über den YouTube-Kanal. Und wenn euch das Video gefallen hat, meldet euch, klickt nochmal einmal mit drauf und wir sind dabei. Ich sage vielen Dank, ciao.